Maske ab. So, ich bin's wirklich. Ich bin's tatsächlich. Steht auf der Maske auch drauf. Man sieht ja so gleich aus mit den Masken. Und ich glaube, genau das ist auch gewünscht, dass wir die Individualität und das, was uns auszeichnet, vor der Tür lassen und alle uniformiert durch die Gegend laufen. Teilweise so wie die schwarz gekleideten Antifanten da hinten links. Nichts für mich. Maske ab, man kann sofort frei atmen, man kann sofort frei reden. Und es wird euch genauso gehen, die Segelohren sind auch plötzlich weg, wenn man die Maske absetzt, oder? Ich sehe mal so ein bisschen aus wie der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen. Wenn ich die Maske auf habe, der hat auch ziemlich Segelohren, heißt auch noch Stefan mit Vornamen, aber das ist auch alles, was uns verbindet. Für Chemnitz, Ulrich Ehme. Chemnitz, da war ich jetzt längere Zeit nicht mehr. Danke für die Einladung. Aber lieber Uli, man sagt normalerweise, von Sachsen lernen heißt siegen lernen. Aber nachdem ich gehört habe, es geht weiter. Nachdem ich gehört habe, dass ihr tatsächlich so eine Sozi-Tante als Oberbürgermeister hier in Chemnitz habt, muss ich ganz ehrlich sagen, von Sachsen lernen heißt siegen lernen gilt offenbar nicht für Chemnitz. Denn da ist Gera weiter. Und aus Gera komme ich ja. Wir hatten bei der letzten Kommunalwahl vor einem Jahr 30% der Stimmen in Gera geholt. 30%, wir sind mit Abstand stärkste Fraktion in Gera. Oder seid ihr auch bei 30%? 24. 24, mit Abstand stärkste Fraktion. 12 Sitze, danach kommen die 25, Linken mit 8 und danach, glaube ich, die CDU mit 6. Also wir sind fast so stark wie Linke plus CDU in Gera. Das muss man mal machen. Also von Gera lernen heißt im konkreten Fall siegen lernen. Und vor 2 Jahren ungefähr waren wir in der Stichwahl auch mit unserem Oberbürgermeisterkandidaten. Aber ich denke mal, dass das hier in Gera in Chemnitz kein Problem sein wird mit Uli Ehme. Deshalb fange ich eigentlich jetzt so an, wie ich aufhören wollte. Ich dachte, du redest nach mir. Uli Ehme übernehme. Ich dachte jetzt, dass, aber übernehme von Frau Ludwig, genau, von der Sozi-Tante. Wie lange sitzt sie da schon im Rathaus? Zu lange, viel zu lange. Übernehme das und mache aus Chemnitz eine Gewinnerstadt, wie es auch Gera von sich behauptet. Der Staatsfunk. Genug gezahlt. Der Staatsfunk lässt ja manchmal so tief blicken. Gestern waren ja so verschiedene Kotaue, ist das der Plural von Kotau? Also unterwürfigste, wie nennt man es, Interviews mit Frau Merkel. Frau Merkel sprach Klartext, Frau Merkel meinte es ernst oder wie auch immer. Jedenfalls kam heraus, und das fand ich gut, Frau Merkel hat nochmals ausgeschlossen, nochmals zu kandidieren. Also die 5. Amtszeit anzustreben, das ging heute durch die Medien. Das ging heute durch die Medien, ich glaube das mal so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich AfD wirkt pur. Das ist genau das, wofür wir seit 7 Jahren auf die Straße gehen und kämpfen, dass Frau Merkel und ihre Spießgesellen den Laden in Berlin zumachen, fluchtartig am besten die Büros verlassen und die Büros dann blau neu bezogen werden. Insofern war das eine gute Nachricht gestern. Für Deutschland. Letzte Amtszeit für Merkel, erste Amtszeit für Uli Ehme. Warum ist das denn jetzt so, dass wir auch auf die Straße gehen im Rahmen dieser Corona-Krise, die eigentlich keine Corona-Krise ist, sondern eine Altparteien-Politik-Krise und nichts anderes. Denn wenn die AfD in Deutschland, in den Ländern regieren würde, Regierungsverantwortung gehabt hätte vor der Krise, würde Deutschland wesentlich besser dastehen und es gäbe gar keine Krise, liebe Freunde. Unser Programm in Regierungsverantwortung umgesetzt hätte bedeutet, wir hätten weniger Gender-Lehrstühle gehabt, dafür wesentlich mehr gut ausgebildete Virologen beispielsweise, die aus meiner Sicht noch systemrelevanter sind als Gender-Lehrstühle, wovon wir, glaube ich, 200 inzwischen in Deutschland haben. Wir hätten besser ausgebildete Ingenieure, wir wären technisch weiterhin führend in der Welt und wären nicht angewiesen auf Lieferungen aus China, sage ich mal, und aus Ingenieurleistungen aus China. Wir würden wesentlich besser dastehen. Ein Kernpunkt der AfD ist Dezentralisierung.
weiter Raum stärken. Viele kleine Krankenhäuser, viele kleine Schulen. Das alles hätte natürlich die Krise nie und niemals so weit kommen lassen. Wenn wir natürlich Schulen haben mit 1000, 2000 Schülern, na klar haben wir dann ein Problem, wenn ein Virus um sich geht. Bei dezentralen Strukturen, bei einem starken ländlichen Raum wäre es nicht so weit gekommen. Wir hätten das Geld in den Kassen gehabt. Wir hätten das Geld in den Kassen gehabt, problemlos. Wir schmeißen seit 5 Jahren jährlich, keiner weiß das so genau, zwischen 50, 60, 70 Milliarden Euro für diesen Flüchtlings- und Multikulti-Unsinn aus dem Fenster. 60 Milliarden mal 5 Jahre sind 300 Milliarden Euro, die in der Kasse gewesen wären, hätte die AfD regiert. Wir stünden wesentlich besser da. Wir hätten noch gar kein Problem gehabt mit den 156 Milliarden, die wir bei der ersten Sitzung des Bundestages, die sich mit Corona beschäftigt hat, bewilligt haben. Da konnte man noch sagen, ist in Ordnung, die 156 Milliarden, aber dafür muss ein Nachtragshaushalt gemacht werden. Das wird alles über Schulden finanziert. Wir hätten das in der Kasse gehabt, hätten wir regiert. Und dann dachten wir, Uli, wahrscheinlich auch 156 Milliarden, damit ist das erledigt. Aber es wurde ja immer verrückter. Dann traf Merkel auf Macron. Und die einigten sich auf irgendeinen Stabilitätsfonds oder weiß ich nicht, 500 Milliarden Euro obendrauf. Puh, da muss man erstmal durchatmen, vor allem wenn man weiß, wir kriegen glaube ich 30 Milliarden davon ab. Von den 500 Milliarden sind 30 Milliarden für uns, aber wir zahlen 150 Milliarden ein. Also ein verdammt schlechtes Geschäft. Irgendjemand sagte mal, typisch Europäische Union, die nehmen dir das Schwein weg und geben dir 2 Koteletts wieder. Und genauso läuft das in der Geschichte auch. Jetzt traf sich Macron mit Merkel. 500 Milliarden. Ich vermute mal, dann hat Macron sich getroffen mit Frau von der Leyen und plötzlich wurden aus den 500 Milliarden 750 Milliarden, die auch noch aufgebracht werden sollen. Dann traf sich mit Macron, oder vielleicht hat er auch telefoniert, mit Christine Lagarde. Sie kennen diese charismatische Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Und da höre ich heute, es soll noch viel mehr werden als 750 Milliarden Euro. Die schmeißen die Gelddruckmaschine, die sowieso schon seit vielen Jahren läuft, noch weiter an. Und das geht in den Billionenbereich. So, was verbindet jetzt Merkel mit von der Leyen und Christine Lagarde? Alles ältere Damen. Nichts gegen ältere Damen. Macron auf der anderen Seite hat ein Faible für ältere Damen. Nichts gegen ältere Damen. Das ist das eine. Und manche Spötter sagen auch, Macron hat nicht nur ein Faible für ältere Damen, sondern er möchte den älteren Damen auch ans Geld. Und das bestätigt sich meines Erachtens in der Kette Merkel, von der Leyen und Lagarde. Also da hat Macron wieder das gemacht, was er konnte, als älteren Damen ans Geld. Sie sind ihm verfallen offenbar und schmeißen die Kohle jetzt zum Fenster raus. So. Eigentlich wollte ich darüber gar nicht reden, aber jetzt, wenn man mal so im Thema drin ist, muss man das auch mal ansprechen. Liebe Freunde, wir leben in turbulenten Zeiten und erleben einen entfesselten Staat, der eigentlich genau das macht, was so ein Staat immer ganz gerne macht. So richtig mal die Sau rauslassen und so richtig mal Grundrechte einschränken. Das macht ein Staat grundsätzlich mal gerne. Er schikaniert gerne, er drangsaliert gerne, er schränkt gerne ein, er schüchtert gerne ein, er überwacht gerne, er spitzelt gerne, er speichert gerne und er impft auch möglicherweise irgendwann mal gerne. Das macht ein Staat sehr gerne. Und da hat er jetzt mal richtig die Sau rausgelassen und das alles umgesetzt, was normalerweise nicht geht. Und zwar warum nicht geht? Weil wir ein Grundgesetz haben. Genau dafür ist ein Grundgesetz da, für solche Krisenzeiten. Dafür gibt es Grundrechte niedergelegt in den Artikeln 1 bis 17 unseres Grundgesetzes. Das ist kein Schönwettergrundgesetz, das gilt gerade und vor allem in Krisenzeiten. Und in Krisenzeiten gelten auch und vor allem die Grundrechte. Und zwar vor allem in Krisenzeiten. Wenn man sich die Grundrechte dann mal näher anschaut, ich will jetzt hier keine staatsrechtliche Vorlesung halten, aber es sah und sieht verdammt schlecht mit unseren Grundrechten aus. Die Menschenwürde in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Liebe Freunde, wo bleibt denn die Menschenwürde, wenn wir gezwungen werden, mit Atemschutzmasken, ich habe das vorhin schon angesprochen, durch die Gegend zu laufen. Mit Atemschutzmasken, die erwiesenermaßen nicht nur nicht nützen, sondern auch schädlich sind, was die eigene Atemluft angeht und die auch nichts nützen. Irgendeiner sagte mir, es kommt ja auch keiner auf die Idee, mit Maschendraht Mücken aufzuhalten.
Ja, keiner hängt sich Maschendraht vor die Fenster, damit keine Mücken reinkommen. Aber genau sowas wird uns verkauft, was die Artenschutzmasken angeht. Wir haben die Würde des Menschen aus meiner Sicht unantastbar. Artenschutzmasken, Artikel 1, Verstoß. Wir haben die Artikel 2, die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Was Aufenthaltsrecht angeht, was die Frage angeht, Datenschutz. Wir müssen in Gaststätten unsere Daten hinterlassen. Freilich alles anonym irgendwie, wird nirgendwo gespeichert, aber wer glaubt das denn? Welchen Sinn machen denn anonyme Datenerfassungen? Gar keinen. Das taucht irgendwann irgendwo mal wieder auf und dann die Krankenkassen interessieren sich dann natürlich drüber, warum und wie oft waren sie in Gaststätten, was haben sie da essen, gegessen und getrunken. Ich will es jetzt teuflisch an die Wand malen, aber in die Richtung läuft es natürlich. Lasst euch da nicht verarschen, das gibt genau diese Spitzel Corona, diese Corona-Spitzel-App, das ist am Anfang freiwillig, ja. Und dann wird gesagt, ja, aber nur wenn du die App hast, darfst du noch ins Restaurant gehen oder ins Freibad oder in den Kindergarten. Dann kommt der gesellschaftliche Druck und irgendwann kommt das Gesetz und irgendwann wird ausgelesen, wer wann wo mit wem zusammengetroffen ist. Das ist eine Salamitaktik, die ja mal Jean-Claude Juncker auch so schön angesprochen hat. Lasst euch da nicht hinter die Fichte führen. Artikel 2, Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, für uns ein hohes Gut. Artikel 5, Meinungsfreiheit, auch ein Grundrecht, welches existenziell für unsere Demokratie ist, wird eingeschränkt über Twitter, über Facebook. Hass und Hetze spielen plötzlich wieder eine Rolle. Also alte antifaschistische DDR-Kampfbegriffe, die Hetze, liebe Freunde, ist zurück. Uli, ihr habt dagegen gekämpft vor 30 Jahren, ja? Staatsfeindliche Hetze, Boykotthetze, dass sowas verschwindet, so Auffangtatbestände, wo man alles und jeden mit verunglimpfen und am Ende auch einsperren kann, weil man darunter alles subsumieren kann. Inzwischen ist es wieder gang und gäbe, auch im Justizministerium, über Hass und Hetze zu reden. Und manchmal kommt es mir so vor, liebe Freunde, Uwe Steimle, ich weiß nicht, ob der vorhin auch schon angesprochen wurde, Jörg Urban hat über den Chef der Landesmedienanstalt in Hessen gesprochen. Manchmal kommt es mir so vor, wie das, was im Internet über Idi Amin, das war mal so ein Diktator in Zentralafrika, was über Idi Amin zu lesen ist. Er hat wohl gesagt, ich habe es nicht überprüft, ich garantiere die Freiheit der Rede, aber ich garantiere nicht die Freiheit nach der Rede. Und so komme ich mir gelegentlich in Deutschland vor. Das bedeutet, du kannst ja sagen, was du willst, wir haben doch Meinungsfreiheit, aber hinterher sperren wir dich ein oder schmeißen dich raus oder machen dich gesellschaftlich fertig. Artikel 8, die Versammlungsfreiheit. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung und ohne Erlaubnis friedlich zu versammeln. Ohne Anmeldung und ohne Erlaubnis. Das Recht, Artikel 2, kann für Versammlungen unter freiem Himmel eingeschränkt werden. Eingeschränkt. Aber nicht völlig aufgehoben. Und genau das wurde getan und das wird bis in die heutige Zeit getan. Denn wer hat schon Lust, zu einer Demo zu gehen, wo er seine Daten hinterlegen muss, möglicherweise bei der Stadtverwaltung. Und jeder weiß, ich habe noch kaum, ist die Schrift trocken, dann hat die Antifa nämlich aus der Stadtverwaltung schon genau Wohnort, Hausnummer und Telefonnummer von denjenigen, die bei der Veranstaltung waren. Also kann man es natürlich auch machen. Artikel 11, Freizügigkeit. Ja, ist genau das gleiche Problem. Es gab offene Grenzen in Europa, davon lebt Europa angeblich. Wir hatten zeitweilig innerdeutsche Grenzen, nach Mecklenburg-Vorpommern durfte man nicht einreisen. Wir hatten sogar bewachte Kreisgrenzen in Deutschland. Ja, das muss man sich vorstellen. Alles unmöglich in der Hochphase der Asylkrise Grenzen zu überwachen oder überhaupt Grenzen zu kontrollieren. Aber plötzlich gibt es innerdeutsche Grenzen wieder und zwar davon massenhaft. Also eine Verarschung ohne Ende, dass sowas nicht gehen würde. Und wir haben doch gesehen, dass es jetzt funktioniert. Wir haben es gesehen, es wurde 4-6 Wochen lang an den Grenzen kontrolliert. Die bösen Bilder von Schusswaffen einsetzen und Gewalt, da gab es nichts. Und allein diese Kontrollen haben dazu geführt, dass Tausende von Haftbefehlen vollstreckt werden konnten. Diese Kontrollen haben dazu geführt, dass es einen Rückgang gab von 400 auf dem Landweg eingereisten Asylbewerbern pro Tag vor der Grenzöffnung auf 39 in 3 Wochen, habe ich gefragt, die Bundesregierung. Also von 400 auf etwa 1,5. Und da soll mir doch mal einer erzählen, es geht nicht und es funktioniert nicht. Die AfD hatte auch da recht, es geht und es funktioniert und zwar auf ganz rechtsstaatliche Art und Weise. Jetzt hoffe ich sehr, ich bin besser zu verstehen in den hinteren Reihen, als ich das verstehe, was von da hinten links gegrölt wird. Irgendwas von Antifa? Was ist das denn? So diese Terrortruppe, die verboten gehört, oder? Zusammengewürfelt aus
politischen Versagern, aus gesellschaftlichen Versagern, aus beruflichen, Beruf heißt arbeiten gehen, Freunde, aus beruflichen Versagern, lebend von Staatsknete, ja, Freibier und dann noch ein ordentliches Zubrot, wenn man die Pfandflaschen oder Dosen zurückgibt. Ich gönn's euch, Freunde, dass ihr gleich noch hier eure Pfanddosen zurückgeben könnt. Dann hat sich der Tag für euch gelohnt. Aber wir sind ja beim Grundgesetz. Artikel 12, Berufsfreiheit, massiv eingeschränkt. Was nützt mir die Berufsfreiheit, wenn ich meine Unternehmen nicht mehr ausüben kann? Wenn meine Gaststätte zugemacht wird, wenn mein Fitnessstudio zugemacht wird, mein Kino zugemacht wird, meine Physiotherapie zugemacht wird. Artikel 12, auch verletzt. Artikel 14, Eigentumsrecht verletzt natürlich. Kalte Enteignung, wenn der Staat mir auf der einen Seite vorschreibt, du musst deinen Laden zumachen oder du darfst am Sechsertisch nur noch zwei Leute hinsetzen und die müssen eine Maske aufsetzen und sich eintragen und Schlange stehen vor der Tür im Regen. Das ist natürlich der klassische enteignungsgleiche Eingriff in Artikel 14, der eigentlich verboten oder zumindest entschädigt gehört. Und zwar nicht entschädigt nach Gutsherrenart, so wir geben dir mal freiwillig irgendwas. Nein, das muss ins Gesetz rein, dass derjenige, der von einer Schließung aufgrund gesetzlicher oder verordnungsmäßiger Anordnung betroffen ist, dass der einen Anspruch hat auf Schadenersatz, auf Entschädigung. Das findet im Infektionsschutzgesetz. Wir stehen dafür. Wenn man dann weiterblättert im Grundgesetz, und ich bin jetzt gleich fertig, wie spät haben wir denn? Ein bisschen geht noch, oder? Kommen wir zu Artikel 16. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Artikel 16, 16a, das Asylrecht. Das komischerweise gar nicht eingeschränkt werden konnte in der Krise, die wir jetzt angeblich durchleben. Also es gibt offenbar doch Grundrechte, die schrankenlos auch in Krisenzeiten gelten. Das ganz Entscheidende ist Artikel 19 des Grundgesetzes, und damit ist dann meine kleine Vorlesung hier schon beendet. Der Artikel 19 sagt, und das ist nochmal wichtig zu wissen, der Artikel 19 sagt, in besonderen Fällen können natürlich Grundrechte eingeschränkt werden. Aufenthaltsfreiheit, natürlich, in solchen Situationen muss der Staat durchgreifen können, und da gibt es einige Ausnahmen, das sieht das Grundgesetz so vor. Aber Artikel 19.2 sagt, und der ist wichtig für mich, in keinem Falle, Klammer auf, auch nicht, wenn Frau Merkel das möchte, auch nicht, wenn Pandemie ist oder wenn irgendwas anderes, in keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Und genau das ist unsere Überzeugung. Die Grundrechte sind nicht verhandelbar für die AfD, auch und vor allem in Krisenzeiten. Und was soll es denn anders sein, als ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt anzugreifen, als wenn man sagt, Uli Oehm hat darauf angesprochen, Artikel 4 Absatz 2, Religionsausübungsfreiheit, die Kirchen bleiben zu. Bums. Ja, einen größeren Wesensgehalteingriff kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder wenn man Artikel 8 Versammlungsfreiheit sagt, ihr dürft euch nicht versammeln. Das sind klassische, krachende Verstöße gegen das Grundgesetz. Damit kennt Frau Merkel sich aber sehr gut aus, wie ihr ja alle wisst. Die Kanzlerin der Verfassungsbrüche, die Kanzlerin der Rechtsbrüche, und zwar seit mindestens 5 Jahren millionenfach. Ich habe früher Strafrecht gemacht, da sprach man von Serientätern, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man das nur strafrechtlich beurteilen würde, was Frau Merkel da macht, ist sie eine Serientäterin, was strafrechtliche Verstöße angeht, was verfassungsrechtliche Verstöße angeht. Und da brauchen wir gar nicht auf die Corona-Zeit zu gucken. Das fing mit den massiven Brüchen europäischen Rechts und Verfassungsrechts an, von wegen wir haften nicht für andere Staaten. Da wurden wir jahrelang belogen und betrogen, als es dann spitz auf Knopf stand, haften wir plötzlich für andere Staaten. Wir haben millionenfache Rechtsbrüche durch die offenen Grenzen. Artikel 16 Absatz, Artikel 16a Grundgesetz ist da ganz klar, ganz eindeutig. Wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, hat hier kein Asylrecht. Es wurde belogen, gebrochen, betrogen, gebogen. Thüringen. Ja, jetzt wird gesagt, hier der böse Donald Trump, der in seinem Staat, der so ein bisschen aus den Fugen gerät, wenn ich das hier beurteile, richtig beurteile, über die sozialen Medien, der versucht, für Recht und Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Ja, da ist einiges aus den Fugen gelaufen und der Donald Trump schickt jetzt die Polizei auf die Straße und die Soldaten auf die Straße. Offenbar geht das da. Das geht in Deutschland ja Gott sei Dank nicht, dass wir die Soldaten im Inneren einsetzen. Frau Merkel macht es natürlich etwas anders. Wir denken alle an Thüringen. Frau Merkel ist in Südafrika auf Staatsbesuch. Und dann passiert in Thüringen eine ganz demokratische Wahl, wo es endlich mal funktioniert, dass die bürgerliche Mehrheit einen bürgerlichen Ministerpräsidenten wählt
und einen Kommunisten abwählt und aufs Altenteil schickt. Ein FDPler wird gewählt von der bürgerlichen Mehrheit. Ein ganz normaler, schöner Vorgang. Und da steht Frau Merkel in Südafrika neben dem südafrikanischen Staatspräsidenten und begeht mehrere Fehler. Es ist eigentlich ein No-Go, wie man so sagt, ein Tabu, sich im Ausland zur Innenpolitik zu äußern als Politiker. Macht man nicht. Frau Merkel ignoriert das einfach und stellt sich dann, ich glaube, es war in Kapstadt oder in Johannesburg, in Pretoria war es, glaube ich, ne? Stellt sich neben den südafrikanischen Präsidenten und erzählt und faselt irgendwas von Thüringen. Der arme Kerl stand daneben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Thüringen kannte. Der dachte sich jetzt, Frau Merkel ist auf Staatsbesuch. Sie äußert sich vielleicht mal zu deutsch-südafrikanischen Beziehungen. Nein, sie redet über Thüringen, schönes Land, aber in Südafrika möglicherweise nicht allzu bekannt. Und er dreistet sich dann, Verfassungsbrecherin, wie sie ist, in Thüringen mehr oder weniger anzuordnen, dass eine demokratische Wahl rückgängig zu machen ist. Das ist Verfassungsbruch, das sind Serientäter, wie ich sie gerade erlebt habe. Von Donald Trump habe ich sowas noch nicht gehört, dass er gesagt hat, irgendwelche Wahlen müssten zurückgemacht werden. Rückgängig gemacht werden. Und komischerweise passiert das dann in Deutschland, da braucht man kein Militär und keine Polizei. In Deutschland gibt es den vorauseilenden Gehorsam, was Merkel macht, wird umgesetzt. Die schickt ihre Merkel-Jugend und auch die etwas schon reifere Merkel-Jugend, die ihr da hinten links steht, auf die Straße. Die randalieren dann, die prügeln dann, die schüchtern ein, die spucken, die rotzen, die beleidigen, die schmeißen Flaschen. Und ratzfatz kippt natürlich die arme FDP in Thüringen um. Kemmerich schmeißt die Brocken hin und ein paar Wochen später haben wir wieder einen Kommunisten in der Regierung, der sich umgibt mit bekennenden Linksextremisten. Ne? Ich weiß nicht, wer Benjamin Immanuel Hoff kennt in Thüringen, der Staatskanzleiminister, ein bekennender Linksextremist. Hoff steht am Rednerpult im Thüringer Landtag und sagt, Herr Brandner, wenn Sie mich einen Linksextremisten nennen, ist das ein Ehrentitel für mich. Das sagt ein amtierender Minister in Thüringen. Ich habe mal so weitergesponnen. Könnt ihr euch vorstellen, Björn Höcke würde sich im Thüringer Landtag hinstellen und sowas in eine andere Richtung äußern, was dann tagelang, wochenlang, jahrelang in Deutschland los wäre? Ja. Ich richte die Grüße aus. Hey, er ist nicht da, okay? Brandner würde ich gerade nur akzeptieren, aber ich richte ihn aus. Ich richte ihm aus, ich hab mir sagen lassen, er würde heute zelten im Nordosten von Thüringen. Also wenn Björn, wenn du zuguckst, alles Gute beim Zelten heute, Bombenwetter, darf man Bombenwetter nur sagen? Schönes Wetter, Nazisprech, habe ich mir sagen lassen. Kaiserwetter geht ja auch nicht. Schönes Wetter, Höckewetter. Ja. So. Liebe Freunde, AfD, ich habe das schon angekündigt, wenn wir regieren würden, sähe anders aus. Und die anderen versuchen natürlich mit allen Mitteln zu verhindern, dass wir regieren. Guckt euch die Meinungsumfragen an, die durch die Gazetten geistern. Schaut euch an, wer in Talkshows eingeladen wird, wir nicht. Kennt ihr noch die Sprüche so am Anfang der AfD? Wir werden euch inhaltlich stellen, die Altparteien. Ja? Und dann wurde man ab und zu mal eingeladen in die Talkshows und haben die gesagt, Mensch, selbst der drittklassigste AfD-Politiker, der steckt die Elite der Altparteien einfach mit 3, 4 Sätzen und Argumenten alle in den Sack. Ja. Habt ihr das mitbekommen in den Sendungen? Ja. Immer. Nie hat jemand von uns falsch gelegen. Einer reicht, der drückt 4, 5 an die Wand argumentatorisch und macht die fertig. So, dann kam jetzt das Nächste. Ja, jetzt können wir sie eigentlich nicht mehr einladen, von wegen argumentatorisch stellen. Jetzt boykottieren wir sie. Und stattdessen werden jetzt solche, naja, ich glaube, nicht ganz so weit entfernte, auch gesellschaftliche und politische Versager von den Grünen eingeladen. Frau Baerbock, die einen Bock nach dem anderen schießt. Ihr kennt das ja, ich will das jetzt gar nicht ausführen. Dann haben wir Robert Habeck, ja, von dem hört man in letzter Zeit immer weniger. Aber die haben uns natürlich die Plätze in den Talkshows abgenommen, damit wir unsere Nachrichten, unsere Ideen, unsere Lösungsansätze nicht rüberbringen können. Das schlägt sich natürlich nieder in der öffentlichen Wahrnehmung. Wir sind jetzt hier, ich sag mal, eigentlich ganz gut besucht. 200 Leute können das schon sein, Uli. Hast du mal durchgezählt? Ja. 212 mit den Schreihälsen da hinten. Die zählen wir mal dazu. Knappes Dutzend. Gott sei Dank sind es nicht 18. Ja. 12 lasse ich gerade noch durchgehen.
So, also hier kommen wir natürlich, bei den Veranstaltungen kommen wir durch, aber wir werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden wir nicht erwähnt. Und deshalb traf uns gerade diese Corona-Schikanen, treffen wir uns auch noch ganz massiv, weil unsere Möglichkeit ist ja nur, vor Ort mit den Leuten zu sprechen, auf den Marktplätzen, in Gaststätten, in irgendwelchen Hallen. Die anderen können das nicht, die anderen brauchen es auch nicht, weil sie in Talkshows eingeladen werden. Deshalb sind die Veranstaltungen, die wir hier durchführen, umso wichtiger und umso schöner ist das, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Liebe Freunde, ich hatte gesagt, wir leben in turbulenten Zeiten. Vieles liegt im Argen in Deutschland und durch diese Corona-Krise, die wie gesagt nichts anderes ist als eine Politikkrise in Deutschland, vieles tritt zutage, was wahrscheinlich sonst noch einige Monate oder Jahre unterm Deckel geblieben wäre. Aber ihr merkt, die anderen haben panische Angst vor einer Wirtschaftskrise. Anders ist ja dieser Unsinn, der jetzt da gestern im Koalitionsausschuss verzapft wurde, nicht zu erklären. Irgendwie zu versuchen, weiterhin Brot und Spiele vermitteln zu können. Brot und Spiele, Spiele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die werden weiterlaufen, weiterhin alimentiert mit 8,5 Milliarden, 9 Milliarden demnächst im Jahr. Brot und Spiele laufen weiter. Jetzt kam der Unsinn mit den Mehrwertsteuersenkungen. Ihr habt alle bekommen. Ich bin mal gespannt, wer von euch dann ab Mitte Juli billiger einkaufen geht. Ich bin wirklich mal gespannt, ob dann die Schuhe, wie einer schrieb, statt 119 nur 116 Euro kosten, die Tafel Schokolade statt 89 Cent 87,5 Cent. Ich bin gespannt. Also ich habe Anrufe bekommen von mittelständischen Unternehmen, die sagen, so einen absoluten Blödsinn, allein die Umrüstkosten für die Software in unserem Kassensystem und Abrechnungssystem, die sind dermaßen hoch, wir müssen das jetzt ja einmal einpflegen, wir leiden eh unter dieser komischen Bonpflicht, dann müssen wir das Ende des Jahres wieder rausbuchen, was ist mit Gutscheinen und so, die über das Jahresende hinaus haben, ein riesengroßer Unsinn. Warum? Die anderen sind von Panik getrieben und das gibt mir die Hoffnung, dass viele Umfrageergebnisse schlicht und ergreifend falsch sind. Denn wenn wir tatsächlich als AfD, nur irgendwo bei 10% rumdümpeln würden, dann würden die anderen so Zirkus nicht veranstalten. Die wissen genau, bei den nächsten Wahlen, da gibt es ein paar blaue Augen, politisch. Ja, politisch ein paar blaue Augen. Und davor haben sie natürlich riesengroße Angst und versuchen jetzt flächendeckend Briefwahlen einzuführen. Ihr kennt alle Briefwahlen, was da los ist, wenn man die Briefwahlergebnisse, was sagen Sie? Genau, Wahlbetrug. So, muss aber ausgesprochen werden. Also, ja, ihr kennt alle die Briefwahlergebnisse, verglichen mit den ja schon geschönten Ergebnissen in den normalen Wahllokalen, wie die aus dem Ruder laufen. Der Staat als Beute. Wir kennen das, ich kenne das aus Gera. Da sind die Pflegeheime und Altenheime aufgeteilt nach den Altparteien. Bei dem einen darf der Linke durch, bei dem anderen der CDUler, bei dem dritten noch der Sozi. Und die sammeln da die Unterlagen ein und geben die gebündelt ab oder gucken, dass auch richtig angekreuzt wird. Also Tür und Tor geöffnet für Wahlbetrug, Tür und Tor geöffnet, gegen die Geheimheit der Wahl zu verstoßen. Deshalb von uns ein ganz klares Nein zur Briefwahl. Und wenn es nach mir ginge, müsste die eigentlich ganz abgeschafft werden, außer in knallharten Notfällen. Jetzt könnt ihr noch weitermachen bis 21 Uhr. Ich wundere mich ja schon. Also die Stunde ist rum, die stehen da hinten immer noch. Gibt ja dieses Gerücht eigentlich immer nur wieder eine Stunde bezahlt? Also an dem Gerücht scheint jetzt... Oder auf den neuen Tarifvertrag. So, ich könnte noch bis 21 Uhr weitermachen, mache ich aber nicht. Deshalb von hier aus, liebe Freunde, nicht shut down, Frau Merkel, shut up, Frau Merkel. Hau ab, Frau Merkel, shut up, Frau Merkel. Und pack deine gesamte Altparteien-Mischpoke mit ein. Dazu gehört noch Lindner und Konsorten. Mach den Zwangsfunk zu, mach Deutschland blau. Liebe Freunde, schön, dass ihr da wart. Ich habe mich gefreut, in Chemnitz zu sein. Ich wünsche euch noch einen frohen Abend. Wie sagt man, bleibt gesund. Dankeschön.